Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute gibt's einen geilen Vlog. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und haut rein. Okay, liebe Leute, Vlog beginnt jetzt, die ganze Woche. Ich mache jetzt da mal 6-Minuten-Tagebuch. Dann werde ich dieses Buch lesen, aber das zeige ich noch nicht her, das mache ich vielleicht später. Auf jeden Fall mache ich jetzt irgendwas Produktives. Das bis Freitag an. Vlog kommen könnte. Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und ich habe mir das hier besorgt, und zwar die Moodbox von Real Talk. Das sind 52 Challenges, die einen mutiger machen sollen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Da fliegen schon die ersten Karten. Und mal gucken, was wir für eine Challenge haben. Ups, die fliegt schon raus. Nehmen wir die gleich. Also, okay, wir haben jetzt die Karte 51. Beweist dir deine Großzügigkeit und gib beim nächsten Mal übermäßig hohes Trinkgeld. Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich. Leute, ich nehme euch mit. Ich gebe jetzt irgendwen jede Menge Scheißgeld. Ich glaube, 10 Euro Trinkgeld ist viel genug, aber das wird witzig. Leute, bis gleich. Ciao. Ich bin jetzt in der Stadt und gehe jetzt in ein Café aus, wo ich übermäßig viel Trinkgeld da lassen werde. Und bis gleich, ciao. Entschuldigung, zahlen bitte. Ja, sicher. 3,50 bitte. Danke für den Service, das ist ein Geld. Wirklich? Ja. Das ist eine Challenge, weil ich großzügig sein muss und darum gebe. Danke! Wow! Lieber gerne. Wenn ich wieder Freude machen kann. Ja, danke! Es ist verschönert definitiv mein Tag, weil er wirklich was los ist. Erste Moodbox Challenge bestanden. Ich fahre übrigens selber, ich habe einen Führerschein, by the way. Und bis gleich, ciao! Ich versuche gerade zu niesen, übrigens. Normalerweise, wenn ich in die Sonne schaue, muss ich niesen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Hey Freunde, es ist ein lauer Nachmittag. Man sieht die Wolken voll schön, das schaut ja voll hübsch aus. Auf jeden Fall ist in meinem 6-Minuten-Tagebuch die Wochen-Challenge, dass ich jeden Tag 10 Minuten ohne Handy spazieren gehe. Da hört man einen Doggy, was ich da mal im Film auch hört. Das ist ein Film, ein Video. Und ja, ich gehe da jetzt mal 5 Minuten in eine Richtung, 5 Minuten wieder zurück und alles gut. Ciao. Es ist verdammt windig. Auf der Brücke ist windig. Verdammt windig. Alles gut. Bald haben wir es geschafft. Sind wir wieder daheim, jetzt gehen wir noch ein paar Minuten in die Richtung und wir sehen uns beim nächsten Schnitt. Ciao. Ich habe zwar keine Ahnung, wer diese Katze ist. Kein Plan, wer diese Katze ist, aber wir sind jetzt beste Freunde übrigens. Ein Digger, ich nenne dich Digru. Die ist ganz putzig, die Mietze. Die ist richtig putzig, die Kleine. Richtig anhänglich da. Okay, ich muss jetzt wieder gehen. Da ist die Mieze. Sie folgt mir bis in den Tod. Komm her, Miezi. Mietz. Ich glaube, die liebt mich. Leute, das ist Liebe.
Liebe auf den ersten Blick. Die Katze. Gatze. Die gehen mir immer noch nach. Die ist voll putzig. Richtig cute. Also die Challenge, dass ich jeden Tag 10 Minuten ohne Handy spazieren gehe, habe ich übrigens nicht geschafft. Aber ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil ich zweimal trainieren. Ich bin voll gehypt, habe jetzt schon mehr Energie. Und richtig geil, nächste Woche geht's wieder weiter. Hey Freunde, was geht? Weiter geht's mit dem Vlog und jetzt richtig was richtig Feines für mal gucken. Schneetage, wenn man zu faul ist, rauszugehen. Und dann hat man einfach das hier. Mega, ich freue mich und ich werde jetzt gleich Harry Potter und der Stein der Weisen anzocken auf Twitch. Vielleicht seht ihr, vielleicht nicht, aber haut rein, Leute. Ciao. Okay, es ist Samstag. Ungefähr 1 in der Früh. Wie kann man das besser bringen als mit Chips und ein bisschen Mr. Robot? Läuft. Ciao. Hey Freunde, das war's mit dem Wochenvlog. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über ein Abo, Like und Kommentar freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Schöne Zeit bis dahin und peace out.